hast es geschafft! Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Man sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Okay. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Da, die Konsole sollte ich nutzen können. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Mutter, alle Wasser führen zu ihr zurück. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktivieren. Stelle Originalcode für Poseidon-Mutterfunktion wieder her. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Systemneustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Verstaue ich für später.
Heiß wie eine Osseram-Schmiede, würde Eren sagen. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Was ist da draußen los? Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Leb wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich noch dieses andere Osseram-Lager besuchen. Mit meiner neuen Tauchermaske sollte ich so tief runter können, wie ich will. Sobald ich einen Ort mit mehr Wasser finde.
Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein. Hi! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitor auf Sea bezeichnete sie als meine Wohltäter. Und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann... Eines Tages öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elizabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben. Und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt.
Doch er hat dich aufgezogen, trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Sich Klingen an die Füße.